Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und willkommen zu einer weiteren Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles Figuren-Review. Ja, Ladies und Gentlemen, Baxter Stockman ist endlich da. Ich hatte mich ja erst so ein bisschen gegen gewehrt, ihn mir zu kaufen, aber so im Nachhinein dachte ich mir, ach verdammt, meine Sammlung soll ja nun vollständig sein. Und auch Baxter Stockman möchte ich euch gerne nun heute zeigen. Also er ist gerade mit der Post bekommen, gekommen. Und ich habe mir gedacht, verdammt, es wird Zeit, dass ich mir den doch zulege, weil ich bestelle mir meist auf Amazon Sachen. Und bei Amazon, ob ihr es glaubt oder nicht, steigt Baxter Stockman vom Preis immer mehr. Und da habe ich gesagt, verdammt, nee, das geht nicht. Ich habe den jetzt, glaube ich, auch über eBay. Ich habe den über Amazon auch noch gekriegt für 9 Euro inklusive Versand. Und er steigt jetzt mittlerweile auf 14 bis 20 Euro und das muss nun wirklich nicht sein. Und da ich jetzt in der Nähe nicht unbedingt ein gutes Spielwarengeschäft habe, wie meine anderen Kollegen, zum Beispiel den Müller oder so, musste das halt jetzt passieren oder gar nicht. Und ja, Ladies and Gentlemen, Baxter Stockman ist jetzt bei mir. Natürlich ist diese Figur etwas älter jetzt schon und ihr habt sicherlich schon einige Reviews gesehen, aber noch nicht bei mir. Also Leute, schauen wir uns Baxter Stockman mal an. Ja, also so auf den ersten Blick muss ich doch gestehen, gefällt er mir. Der Paintjob ist recht cool, muss ich sagen. Mal sehen. Ja, Baxter Stockman ist, glaube ich, Welle 2. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe mich da jetzt gerade nicht so informiert. Ist in seiner Standard Teenage Mutant Ninja Turtles Blister-Verpackung. An der Seite seht ihr hier nochmal, wie er irgendwas zusammenbauen muss. Seine Füße. Also Baxter scheint recht groß zu sein. Interessant. Ja, auf der Rückseite haben wir die Bio von Baxter. Ich denke mal, aber jeder von euch kennt die Geschichte, dass er so ein bisschen verrückt ist, dass er ein bisschen auf, ja, er will die Turtles auf jeden Fall immer besiegen und er ist so ein Technikfreak, ihr wisst das schon, ne? Er baut sich halt diesen Anzug in der Serie und ja, versucht irgendwie immer gegen die Turtles zu kämpfen, arbeitet mit Shredder zusammen und hat auch die berühmten Mauser gebaut. Also die Mauser kennt ihr auch, die werde ich gleich nochmals mit Baxter dazu packen, dann haben wir so ein cooles Display. Und ja, was ich glaube ich schon mal in anderen Reviews gesagt habe, für mich ist das persönlich jetzt nicht unbedingt der Baxter Stockman, den ich mir wünsche, denn ich mag Baxter Stockman eigentlich nur als Mutant. Und zwar damals in den alten Serien war Baxter Stockman irgendwann mutiert zu einer gewaltigen Fliege. Und ja, soweit ich mich jetzt auch in Sinn kann, hat Nickelodeon oder halt die Hersteller der Nickelodeon Turtles gesagt, das kommt, das wird passieren. Und ich meine, ich hatte da auch ein Concept Art gesehen, dass wir Baxter Stockman irgendwann mutiert sehen als Fliege. Und das wird dann richtig geil und das werde ich ordentlich feiern, Leute, das glaubt man. Aber ja, nun gut. Zuvor ist er halt nun mal dieser gute Kerl hier. Ja, was auch so ein bisschen anders ist im Gegensatz zur alten Serie, zur Vintage-Serie. Hier ist Baxter Stockman ein farbiger. In der alten Serie war er ein weißer, komplett verrückter, durchgeknallter Scientist. Aber auch hier, der hier gefällt mir ganz gut in der Serie. Der ist auch wirklich völlig freaky und ja, der Style von Baxter kommt schon ganz gut durch. Okay, Leute, ich würde sagen, wir befreien Baxter aus seinem Plastikgefängnis, bauen ihn zusammen und dann schauen wir ihn uns mal gemeinsam an. So, meine lieben Turtles-Fans, Baxter befreit aus seiner Verpackung und ich bin überrascht, muss ich sagen. Ich habe so hin und wieder so ein paar Leute im Netz reden hören, der gefällt dir nicht unbedingt. Aber ich muss dazu sagen, da ich jetzt schon wirklich fast die komplette Toyline der Basic Turtles habe, ist Baxter definitiv eine der besseren Figuren, die Playmates rausgebracht hat zur Serie. Was soll ich dazu sagen? Also er ist einer der beweglichsten Figuren und auch der Paintjob ist völlig okay. Was natürlich jetzt wieder nicht stimmt, was typisch Playmates leider ist, ist der Maßstab, weil Baxter Stockmans Roboteranzug, der war natürlich gewaltig groß und ja, ragte bestimmt an die 4 Meter oder so hoch und das passt natürlich hier nicht. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist die Figur gar nicht schlecht gelungen. Also von mir, meine persönliche Meinung, definitiv eine Kaufempfehlung, wenn ihr die Turtles-Line mögt. Wir gucken uns Baxter mal genauer an.
Wie gesagt, Beweglichkeit, ich bin echt überrascht. Unglaublich. Wieso macht Playmates sowas nicht öfters? Also ihr seht hier die Arme, die sind super geil beweglich. Ihr denkt jetzt vielleicht, ah, er ist jetzt hier eingeschränkt, er kann nur diese Bewegung, aber die haben sogar hier eine Separierung und selbst hier könnt ihr die Arme bewegen. Super geil. Ihr habt ein Ellbogengelenk, was wirklich super gut funktioniert. Die Arme sind echt genial beweglich. Natürlich jetzt nicht so, in diesem Gelenk könnt ihr den nicht so weit nach oben bewegen, aber dafür habt ihr halt diese Separierung. Und das gefällt mir. Das ist genial gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Also bewegungstechnisch ist Baxter schon mal top. Kann ich nicht anders sagen. Er hat sogar eine Hüftbewegung, die ist vorhanden. Super cool. Und die Beine, selbst die Beine sind genial. Ihr könnt die Beine relativ weit auseinander machen. Komm mal her hier, mein Freund. Ungefähr so auf jeden Fall. Ja, das klappt. Und die Kniegelenke sind bombastisch. Also sowas... Sowas Einfaches und Simples, sogar mit Metallverbindung, das kennt man von Playmates gar nicht. Seht ihr das? Richtig mit Metallverbindung. Und ich bin positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Einziger Nachteil ist natürlich hier bei der Beweglichkeit zumindest der Kopf. Hier ist Baxter drin. Ich muss mal kurz ein bisschen ausleuchten. Wie soll man auch so einen Kopf bewegen, wenn er da drin ist? Ich meine, er ist sogar beweglich. Da kann man nichts sagen. Natürlich nur links und rechts, das geht. Aber das war's. Und es reicht eigentlich. Und jetzt, wenn ich mir jetzt mal diesen Kopf ansehe, Leute. Der Paintjob ist super. Wirklich. Guckt euch das an. Da ist nicht mal großartig die Farbe drüber. Die Brille, perfekt. Die Augen, das läuft. Ich weiß nicht, was bei Playmates los ist. Aber Baxter Stockman ist für mich persönlich... haut mich jetzt nicht, aber neben den Turtles definitiv die Nummer 2. Das hätte ich nicht gedacht. Also Paintjob ist natürlich, der Paintjob ist relativ minimalistisch. Ihr habt halt nur den Kopf wirklich, der super gut bemalt ist. Und der restliche Roboter-Kampfanzug ist natürlich in einem normalen Plastikgrau. Aber auch hier habt ihr dann noch so ein paar rote Applikationen. Und selbst diese roten Applikationen, verweisen, also zeigen kaum irgendwie einen sloppy Paintjob. Also die Farben sind super. Also keine Ahnung, was hier los ist. Er ist sogar geschraubt. Also Metallverbindungen sind dabei. Also von mir definitiv eine Kaufempfehlung. Also der ist qualitativ hochwertiger als so manch andere Figur. Wenn ich da jetzt mal im Vergleich, sagen wir mal, den Rattenkönig nehme oder so. Oder keine Ahnung. Es gibt so viele, selbst Fishface oder so, die sind dagegen alle irgendwie nicht so toll wie Baxter selbst. Also wie gesagt, gefällt mir sehr. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Super cool. Tja, so kann man sich irren, Ladies and Gentlemen. Ja, ich will mal gerade was gucken. Sind die Hände noch irgendwie? Die Hände sind in so einem Rotton hier. Aber da ist nichts weiter beweglich. Die sind recht ja, flexibel auf jeden Fall, aber es gibt keinerlei Beweglichkeit sonst in den Händen. Doch, unglaublich, hier. Ja, super, super Playmates. Dark Schnegge ist gerade am Feiern hier, Leute, unglaublich. Selbst hier gibt es eine Beweglichkeit. Also Bewegungspunkte technisch ist Baxter Stockman einwandfrei. Super, echt super. Habe ich noch irgendwas übersehen? Ist hier noch mehr? Also ich habe mir gerade erst ausgepackt und gucken mir an. Ist aber soweit nicht. Ja, die Füße musstet ihr noch extra ranbauen. Das war aber auch recht simpel. Ich will mal gucken, ob ich das gerade noch mal eben für euch abmachen kann. Boah. Also wenn die Füße dran sind, Leute, sind sie dran. Definitiv. Also ihr müsst die Füße einfach hier unten nur reinklicken. Dann macht es ein Klackgeräusch und dann sitzen die Bomben fest und da passiert auch nichts mehr. Haben beide unten noch so ein Packhole dran. Also wenn ihr da irgendwo noch eine Plattform habt, wo der raufpasst, könnt ihr den da raufstellen. Also wirklich genial. Ja, das Einzige, was an der Beweglichkeit jetzt vielleicht ein bisschen hinderlich ist, die Füße müssten auch noch Gelenke haben. Denn wenn ihr jetzt so, ja, keine Ahnung, hier so ein paar die Beine auseinander stellen wollt, dann stehen die natürlich so ein bisschen über. Aber trotzdem, ihr seht, der fällt nicht um, da passiert gar nichts. Daumen hoch, Doppeldaumen hoch von mir, Ladies und Gentlemen. Super genial. Gefällt mir. Also Baxter, hätte ich nicht gedacht, dass du mir doch so gefällst. Mensch, unglaublich. Ja, Leute, ich denke mal, ich werde mir jetzt ein paar Figuren schnappen und dann werde ich nochmal eine kleine Size-by-Size-Comparison, einen Größenvergleich starten mit Baxter und ich werde die Mausers dazu holen.
Weil in meinem Kopf schwirrt dann immer so dieser Gedanke, wie geil sieht das wohl aus, wenn jetzt die Mausers noch dazu sind und Baxter steht da und zeigt auf Attacke. Ja, das wird sicherlich eine witzige Sache. Also, kurzer Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Na, das ist doch mal ein Anblick, Leute. Schaut euch das an. Ich habe jetzt die Mausers dazu gepackt und das ist der Anblick, den wir alle aus der Nickelodeon-Serie kennen. Baxter zusammen mit seiner Mauser-Armee. Also das macht schon was her. So habe ich es mir vorgestellt und ich bin gerade doch recht happy, muss ich sagen. Ich weiß zwar nicht, wo ich Baxter noch hinstellen soll, weil ich habe nur einen geringen Platz, wo ich meine Jungs oben alle hinstelle. Aber das ist fett. Das ist wirklich super. Also das passt. Baxter Stockman und seine Mauser-Armee, die Mausers. Sau, sau geil. Und ja, so habe ich mir wie gesagt vorgestellt. So könnt ihr das displayen. Mir gefällt es bombastisch. Ja, wollen wir noch mal kurz einen Turtle dazu holen, weil ich habe ja gesagt, maßstabstechnisch passt das natürlich gar nicht. Das werdet ihr wahrscheinlich auch jetzt schon an den Mausers sehen. Also ich habe hier heute mal Leonardo am Start, weil ich habe die letzten paar Male, glaube ich, immer Raffi genommen. Heute ist Leo da. Leo, stelle ich dich mal hin. Hier sind so viele Mausers. Stell dir mal ganz kurz hier daneben. Da seht ihr schon, maßstabstechnisch leider Baxter wieder viel zu klein. Aber nun gut. Ich kann es persönlich verkraften, da die Baxter Stockman-Figur mich wirklich sehr überrascht hat. Und ja, was meint ihr? Sagt mir eure Meinung, schreibt es wie immer unten in die Kommentare, Ladies und Gentlemen. Lasst mir ein Like da oder ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Turtles-Fan, ob es nun die Nickelodeon-Serie ist, die Vintage-Line, die alten Filme oder was noch alles kommen wird. Bei mir werdet ihr immer ein paar coole Turtles-Reviews sehen. Und ja, ich habe mir wirklich gedacht, Baxter, ich habe immer gesagt, ich möchte ihn eigentlich nicht. Ich möchte den auslassen und auf die Fliege warten. Aber selbst in Amerika ist die Fliege noch nicht erschienen. Und daher ist er jetzt hier. Und ja, das war sozusagen meine Last Chance für mich selber. Und wie gesagt, 9 Euro tut wirklich keinem weh. Und solltet ihr ihn noch irgendwo anders sehen, dann schnappt ihn euch. Kann ich nur sagen, wahre Kaufempfehlung von mir. Ja, Leute, das war's schon wieder von mir. Es klingelt schon gerade. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis denne dann.